zurückguckend, was ist gewesen eure jüdische Identität als junger Mann und ein Kind? Es ist gewesen, it changed. Erstens, wenn ich bin gewesen, ein junger Kind, meine, ist es gewesen meine Elternsidentität. Bin ich gegangen in jüdische Schulen. Ich bin gegangen, meine Eltern haben mir geschickt ins Kiff. Ist es gewesen, wenn ich bin gegangen in Universität, ist es gewesen der 6 Togkriege in Israel, hat es ausge change, game that. Okay? Dann bin ich gekommen, part von einer nicht jüdischen Sprache, mit jüdischen Volk. Und dann ist Ruhe gewesen, als auch wichtiger. Und ich habe geholfen, ich bin allemal gewesen, involved in politics. Anyway, habe ich geholfen, die jüdischen Studenten. Und ich bin gewesen, ein Doktorstudent. Sie sind gewesen, Jünger von mir, geholfen, Opposition to PLO. Und sind ich gegangen, einen anderen Weg. Es ist Ruhe gewesen, wichtiger zu mir. Und ich habe gearbeitet, Fares. Und auf viele als Sprache ist Hebräisch gekommen, wichtiger zu mir. Und wenn ich auch gehabt Kinder habe, ich sie geschickt in eine jüdische Schule. Ich bin nicht gegangen in eine jüdische Schule, ich bin gegangen in eine Regierungsschule. Hat es getäuscht. Und ich bin gewesen, Mitglied. Mein Tat ist gewesen Präsident von Hilfsfonds. Mein Mann hat als Sachgearbeiter dort und ich habe auch gearbeitet. Ich helfe noch jetzt in Hilfsfonds, aber jetzt dieses Jewish Care. Und was ist kulturell wichtig für euch jetzt in deinem Leben mit Jüdischkeit? Identifikation mit der jüdischen Kehle. Ich meine, als ich Menschen, die gehen in Synagogue, wissen nicht, wer bist du, ein Gott oder not. Nicht. Die wichtige Sache ist zu sein, ein Mitglied von Kehle. Und sie haben eine cohesive Kehle. Und zu tun, das ist, Pesach ist wichtig, Rosh Hashanah ist wichtig, Yom Kippur ist wichtig. Die Idee von ja, jeden Jahr sagen sorry ist eine sehr wichtige Idee. Und ob sie da Gott. Ich glaube in einem Minimalist Gott, so wie will ich sagen. Ein Gott, der sagt nicht, ah ja, das ist geschehen zu dir oder das, aber er setzt broad principles. Als auch Menschen glauben, dass Gott tätowiert und there's no self-responsibility, denn Gott hat es tun. Aber die jüdische Kehille kann haben Menschen, die glauben in alle von diesen Sachen.